In Rainbow Six Siege gibt es aktuell über 15 Visiermöglichkeiten, 5 Laufaufsätze, 3 Griffe und den Laser. Wann man welchen davon ausrüsten sollte, schauen wir uns jetzt an. Wir starten mit den Visieren. Diese werden in 4 Kategorien unterteilt: Iron Sights, Einmalvisiere, 2,5-fachs und 3,5-fachs. Iron Sights bieten den Vorteil, dass man 10% schneller anvisiert. Das gilt außerdem auch für Glass, wenn er sein Visier draufpackt. Allerdings mangelt es an guten Iron Sights. Das der MP7, der ARX und der SC3000K ist durchaus solide. Danach wird die Auswahl aber deutlich dünner. Die meisten blockieren zu viel Sicht. Bei Shotguns ist das weniger störend und da die Streuung im Visier geringer ist, nimmt man den Bonus gerne mal mit. Außerhalb davon sind die Iron Sights kaum relevant. Insbesondere, weil die Einmalvisiere ebenfalls eine verkürzte Anvisierzeit bieten. Die verringern die Anvisierzeit zwar nur um 5 und nicht 10%, am Ende ist der Unterschied aber minimal. Der liegt im niedrigen zweistelligen Millisekundenbereich. Bei 144 Frames pro Sekunde sind das 4 Frames oder weniger. Je nach Waffenkategorie ist die Zeit ja unterschiedlich. Das kann man definitiv ignorieren und ich würde immer empfehlen, lieber ein richtiges Visier auszurüsten. Welches einem dabei am meisten gefällt, ist ganz klar Geschmackssache. Dennoch gibt es ein paar Favoriten. Der Red Dot A und C sind sich recht ähnlich. Der Red Dot A bietet einen größeren Sichtkreis, hat aber ebenso ein größeres Gehäuse, welches die Sicht blockiert. Beim Red Dot C ist wiederum rechts noch was im Weg. Der Red Dot B sieht ein bisschen anders aus. Hier ist alles etwas kleiner. Der Sichtkreis, der Rand des Visiers und der rote Zielpunkt selbst. Nur das Gehäuse unten nicht. Das ist grundsätzlich auch nicht schlimm. Das eine oder andere Holovisier blockiert ebenfalls einiges unten. Hier ist es aber noch ein bisschen mehr. Der Abstand zwischen dem Zielpunkt und dem Gehäuse ist sehr knapp, was dafür sorgen kann, dass man schnell mal einen Gegner übersieht, weil man in Bewegung über ihn drüber zielt und das Gehäuse ihn verdeckt. Ähnliches Problem wie bei den Iron Sights. Weiter geht's mit den Holovisieren. Der Vorteil zum Red Dot A und C besteht vor allem darin, dass der Zielpunkt kleiner ist und dieser einem bei Pixel Peaks oder auf Distanz nicht die Gegner verdeckt. Das Holo A war das altbekannte Standardvisier und ist es auch weiterhin. Der Zielpunkt hat jetzt zwar etwa die gleiche Größe wie der des Holo Bs, auch Vortex-Visier genannt, und das Gehäuse des Vortex-Visier ist sogar kleiner, allerdings sind die Zielhilfen um den Punkt herum störend. Ähnlich sehe ich das beim Holo C, dem Cybertruck-Visier. Das Gehäuse nimmt genauso viel Sicht weg wie das des Holo As. Jedoch finde ich die Striche an der Seite extrem irritierend. Die sind zu weit weg und ich persönlich kann mich deswegen nicht so gut auf die Mitte fokussieren. Das Holo D ist nochmal eine eigene Kategorie. Das ist ziemlich klobig und die Zielhilfe drumherum nimmt zu viel Sichtfeld weg. Das würde ich nicht empfehlen. Zum Schluss haben wir noch die Reflexvisiere. Das Reflex A und C sind sich wieder mal sehr ähnlich. Das Reflex A bietet eine bessere Übersicht, da das Gehäuse weniger abdeckt. Beide spielen sich jedoch eher ungewöhnlich, da man mit der Spitze des Dreiecks zielt und nicht mit der Mitte. Das ist nicht für jeden etwas. Beim Reflex B wurde das angenehmer gelöst, indem es einmal die Striche drumherum gibt, die im Vergleich zum Cybertruck Holo kleiner und näher dran sind. Und weil das Dreieck eine Lücke hat, also quasi wie ein Dach aufgebaut ist, das wirkt deutlich intuitiver und man kann sich besser auf die Mitte fokussieren. Dazu nimmt das Gehäuse kaum Sichtfeld weg, lediglich unten links wird was blockiert. Zusammengefasst würde ich das Holo A und das Reflex B ganz oben einordnen. Danach kämen das Reflex A, das Holo B und der Red Dot B. Im Endeffekt hängt es aber, wie gesagt, eh davon ab, was euch am meisten liegt. Bei vielen wird es vermutlich das Holo A sein, jedoch nicht zwanghaft bei jedem. Bei den 2,5-fach Visieren gibt es 3 Möglichkeiten. Das Magnifier A, sprich das alte 1,5-fach Visier, hat einen kleinen Sichtkreis. Hier auf der Shooting Range sind es nur 3 Ringe. Außerdem ist der Zielpunkt und der Kreis drumherum recht groß. Gleichzeitig bietet es aufgrund des kleinen Gehäuses aber auch das beste Sichtfeld. Falls ihr euch also viel bewegt und deswegen vermehrt sehen wollt, was direkt neben euch passiert, ist dies die beste Wahl. Wenn ihr dagegen defensiver spielt, Angles haltet und deswegen eher den Tunnelblick fördern möchtet, passt das Magnifier B bzw. das ACOG-Visier besser zu euch. Das Gehäuse nimmt zwar wesentlich mehr Sicht weg, dafür ist der Sichtkreis 5 Ringe groß und wir haben hier wieder das kleine Dach zum Zielen.
ähnlich wie beim Reflex B. Das Magnifier C bzw. das russische ACOG liegt exakt in der Mitte, was erstmal ganz gut klingt. Das Gehäuse blockiert wenig und der Sichtkreis beträgt 4 Ringe. Allerdings lenkt der äußere Kreis des Visierpunkts enorm ab. Der ist einfach zu viel, weswegen ich dem Magnifier A und ganz besonders B den Vorzug gebe. Das 3,5-fach Visier gibt es nur im Angriff und dort auch nur auf den DMRs. Auf hoher Entfernung kann man das eventuell mal gebrauchen, ansonsten ist die Zoomstufe aber beinahe schon zu hoch. Das Telescopic B gefällt mir hier insgesamt mehr, da der Zielpunkt kleiner ist und somit keine Gegner blockiert werden. Weiter geht's mit den Laufaufsätzen. Dort gibt es einmal 3 Aufsätze, die zum Senken des Rückstoßes gedacht sind. Die Mündungsbremse senkt den Rückstoß beim ersten Schuss und sorgt dafür, dass die Waffe sich schneller wieder zentriert bzw. zurücksetzt, nachdem man geschossen hat. Wenig überraschend lohnt sich dieser Aufsatz also besonders auf Einzelschusswaffen wie Pistolen oder DMRs. Der Kompensator senkt den horizontalen Rückstoß. Hier profitieren vor allem Waffen, die stark zur Seite ausschlagen und die man auch länger am Stück abfeuert, wie eventuell Ella Scorpion, Deimos oder Nomads AK oder das Sturmgewehr von Sense. In den meisten Fällen würde ich jedoch den Mündungsfeuerdämpfer empfehlen, der senkt den vertikalen Rückstoß und gerade bei den ersten 10 Schüssen ist der horizontale Rückstoß bei den meisten Waffen noch recht gering. Der nimmt erst danach richtig Fahrt auf. Dementsprechend bevorzuge ich in der Regel, ein paar Ausnahmen gibt es schon, den Mündungsfeuerdämpfer. Der bringt mir immer irgendwas, egal wie lang oder kurz der Feuerstoß ist. Rückstoß lässt sich nie zu 100% perfekt kontrollieren. Gewisse Abweichungen wird es immer geben und die möchte man so gering wie möglich halten. Ansonsten gibt es noch den langen Lauf und den Schalldämpfer. Die haben keinen Einfluss auf den Rückstoß. Der lange Lauf erhöht den Waffenschaden um 12% und ist besonders bei den Waffen interessant, bei denen man sich dadurch einen Treffer sparen würde und der Rückstoß nicht so hoch ist. Dazu zählen zum Beispiel die UMP, die C1 oder die UZK. Die Para von Capitao und Brava hat kaum Rückstoß und schafft es mit dem langen Lauf sogar auf 52 Schaden. Und Ella Shotgun profitiert ebenfalls vom Effekt des Langlaufs. Der Schalldämpfer sorgt für leiseren Sound und unterbindet diese weißen Hinweise, die eure Gegenspieler normalerweise erhalten würden, wenn man sie ohne Schalldämpfer beschießt. Das hat den Vorteil, dass sie eure Position nicht so leicht zurückverfolgen können. Am meisten profitieren Operator mit 3 Geschwindigkeitspunkten vom Schalldämpfer, da deren Schritte leiser sind. Hier hat man also den doppelten Vorteil, leise Schritte sowie leise Waffensounds und keine weißen Hinweise. Bei den Griffen gibt es 3 Auswahlmöglichkeiten. Der angewinkelte Griff reduziert die Nachladezeit um 20%. Das klingt zwar ganz nett, wirklich benötigen tut man das aber nur selten. Bei Waffen mit kleinen Magazinen kann man den ruhig mal ausprobieren. Darunter zählt zum Beispiel die DMR von Maverick und Tubarão oder die Boss G. Der neue horizontale Griff erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 5%. Das ist derselbe Bonus, wie wenn man eine Pistole in die Hand nimmt. Und das ist besonders in den Situationen praktisch, in denen man sich viel bewegt oder nah an die Gegner ran möchte. Das gilt für Entries, Roma, Grimm mit Shotgun, eventuell Ying. Bei denen kann man durchaus über den horizontalen Griff nachdenken, vorausgesetzt, man kommt mit dem Rückstoß zurecht. Denn der dritte im Bunde, der vertikale Griff, senkt den vertikalen Rückstoß um 20%. Und wie eben schon erwähnt, weniger Rückstoß ist immer empfehlenswert. Dementsprechend macht man nichts falsch, wenn man fast überall den vertikalen Griff draufpackt. Eine Sonderrolle in einer eigenen Kategorie nimmt der Laser ein. Der verkürzt die Anvisierzeit um 10%, hat allerdings den Nachteil, dass der rote Punkt die eigene Position verraten kann. Für Verteidiger ist der folgedessen weniger interessant, weil die vermehrt Engels halten und damit bereits im Visier sind. Für Angreifer ist er dagegen deutlich spannender, die müssen nun mal pushen und wechseln deswegen häufig zwischen anvisiert und nicht anvisiert hin und her. Flankwatcher vielleicht mal ausgenommen. Jedoch ist der Bonus von 10% nicht wirklich hoch, euch geht also auch nicht so viel verloren, falls ihr auf den verzichten solltet. Einzige Ausnahme sind Schildoperator, bei denen gibt es keinen Grund, den Laser nicht auszurüsten. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Das Standard-Setup besteht aus einem 1- oder 2,5-fach Visier nach Wahl sowie einem vertikalen Griff, einem Mündungsfeuerdämpfer und keinem Laser.
Wenn ihr eine Waffe noch nie ausprobiert habt und nicht wisst, welche Aufsätze ihr spielen solltet, seid ihr hiermit schon mal ganz gut ausgerüstet. Sobald euer Spielstil offensiver wird, wird einmal der Laser, besonders für Angreifer, sowie der horizontale Griff interessanter und sind zumindest eine Überlegung wert. Und Laufaufsätze hängen weniger vom Spielstil ab, sondern eher davon, wie sich der Rückstoß oder der Schaden der Waffe verhält. Und ja, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Ansonsten möchte ich, wie üblich, meinen Creator-Code erwähnen. Der lautet wie mein YouTube-Name Corny. Und wenn ihr den im Ubisoft-Shop verwendet, unterstützt ihr mich damit. Man sieht sich beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.